Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeon Master 2 und der Plage der Fledermäuse. Ich habe unseren fliegenden Schutzschild nochmal hingekriegt. Ich würde diesmal gerne den kauen Haufen, den wir da hinten gesehen haben, den würde ich jetzt mal gerne einpacken. Da waren wir schon mal unten. Vielleicht sollte ich nicht nochmal in die Ecke laufen. Ihr geht in die Richtung. Wir gehen in die Richtung. Da ist der Haufen, den man aber scheinbar nicht mitnehmen kann. Okay, Haufen ist Deko. Vergesst, was ich gesagt habe. Aber ich habe hier noch andere Dinge gesehen gehabt, als ich hier mal durchgeflitzt war. Da ist nochmal so ein Weg nach unten. Hier war dort mal noch reinschauen. Ich bin offen für irgendwelche Dinge, die Geld kosten, beziehungsweise irgendwelche Dinge, die man voll anziehen kann. Machen wir mal einen Ticken heller. Von dem Geräusch der Fledermäuse kriege ich irgendwann noch Albträume. Ich habe schon so viele von denen getötet und teilweise zu Geld gemacht. Ja? Seht ihr, die halten nicht viel aus. Und die dicken Viecher oben halten umso mehr aus. Das kann ich euch sagen. So, da gibt es nochmal Edelsteine. Die hatten wir in der letzten Höhle auch mal gefunden. Ist das wieder... Ich glaube, das ist wieder dieselbe Höhle, in der wir waren. Nur, ja, die hat wirklich dann zwei Ausgänge gehabt. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sinalo. Hast du gut geschlafen? Ja, danke der Nachfrage. Oh Mann. Egal, wir suchen uns wieder eine Leiter nach oben. Und gehen dann oben wieder auf Loot-Tour. Shit. Shit, 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 shit. So, Spiel, gib mir eine Leiter. Und dann wäre ich glücklich. Ja, hi. Rutsch mir einen Buckel runter. Ah, da ist eine Leiter. Dann nutzen wir die mal bitte. So, wo sind wir jetzt? Da ist ein Viech. Wir ziehen mal weiter. Sobald wir irgendwo Fleisch finden, weiß ich, wo wir sind. Da, das hatte ich auch schon gesehen. Das sieht aus wie so ein Bogen, den wir auch in Chaos Strikes Back mal hatten. Da liegt noch ein Nee, das scheint so ein Schleuderdings zu sein. Das habe ich beim Händler schon gesehen. Nee, in Küche ist es. Vergiss, was ich gesagt habe. Dinge, die wir potenziell zu Geld machen können. Weil ich es eh nicht nutzen werde. Da ist noch ein Pfeil. Entschuldigung, wir waren nie da. Pack dir mal bitte schnell irgendjemand ein, bevor hier das eine zum anderen kommt. Liegt noch ein Pfeil. Wieso liegt... Ist das ein Schild oder ist das Fleisch? Anpacken. Das ist Steak, okay. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Steak was zu tun hatte. Beziehungsweise mit dem Steak und seiner Entstehung. So, also ganz chillig hier durch die Gegend zu laufen. Können wir mit dem Fleisch am Mauszeiger? Nein, können wir nicht. Pack das mal bitte schnell weg. Und dann gehen wir hier mal kurz runter. Nee, wir sind jetzt nicht in dem ursprünglichen Keller. Da sehen die Leitern anders aus. Okay. Wusa, wir haben gelootet. Hi. Und nochmal Fledermausbeute gemacht. Lecker Hap-Hap. So, dann hätte ich mal noch gerne einen Gegengifttrank. Ja, Fledermaus. Rutsch mir den Buckel runter. Und nee, dann macht bitte David nochmal einen Heiltrank. Der geht dann in Shadow rein. So, dann gehen wir wieder hochgucken. Ah, unser Schild ist auch ausgelaufen. Kriegen wir da noch was Neues hin? Schutz fliegend? Nein, kriegen wir nicht hin. Aber wir haben ja gut mit den Viechern da oben getänzelt, das kriegen wir hin. Also wir suchen tendenziell Loot.
Beziehungsweise eine Leiter, wo Sticks dann nämlich. Shit, jetzt habe ich mich ziemlich scheiße manövriert. Geh spielen mit jemand anderem, genau. Ich finde deinen Hintern auch total gut. Da ist der Stein. Dann, genau, da ist das Blümchen. Können wir das wirklich nicht mitnehmen? Nein. Okay, dann weiß ich, wo wir sind. Genau, dann liegt hier lecker Steak rum. Ah, den Stein hatte ich irgendwann mal noch aus Wut weggeworfen. Dann packen wir noch ein paar Steaks ein. Und lassen hier zuerst mal gut sein. Vielleicht habe ich hier noch irgendwas übersehen. Ja, ja, wir sind so gut wie weg. Da würde ich dann in der nächsten Pause dann nochmal hingehen und schauen, ob wir doch noch irgendwie was übersehen haben. Ich will mein Glück jetzt nicht überstrapazieren. So, wir sind jetzt wieder im ursprünglichen Keller und oben hatten wir auch noch nicht alles betrachtet. Aua, ja, das war die Wand. Ja, haut mein Pool runter. Vielleicht finden wir irgendwelche Gegner, die wir leichter umhauen können. Und die nicht ganz so agil sind wie die Fledermäuse. So, letzte Vergiftungen. Bitte, macht du mal bitte ein Gegengift. Und dann ziehen wir weiter. Genau, da, das mit dem Blitzschlüssel hatten wir schon gesehen. Vielleicht liegt der auch bei den dicken Monstern. Oder da so lang oder wo auch immer. Hier waren wir noch nicht. Und nee, hier gibt's die Viecher auch. Ach du Kacke. Hä? Ah, da geht's lang. Da ist auch wieder eine Leiter nach unten. Hi. Wir gehen mal kurz nach unten. Aber vielleicht sind wir jetzt wieder in dem Keller, in dem wir vorhin den grünen Stein gefunden hatten. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn wir den abgeernteten Edelstein Platz finden. Das ist, glaube ich, der hier. Ja, okay. Dann ist es auch miteinander verbunden. Dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir dieselbe Leiter nach oben. Eigentlich müssten wir jetzt da sein, wo es auf... Doch, da war das Blitzgedönse. Doch, wir sind da gewesen, wo ich dachte, dass wir sind. Das ist Fakt. So, dann war hier die Leiter. Ich will nicht wieder zu den Viechern. Ich finde die total gruselig. Und die kicken uns in der Gegend rum und dann verliere ich den Überblick. Entschuldigung. Ja, oder stehen im Weg rum. Ich war nie da. Wir waren nie da. Da ist wieder so ein Klumpen. Eine Schütte. Da war ein Baum. Da ist eine Pflanze. Ah, nee. Wo sind... Nee, wir sind jetzt wieder... Da lag unser Steak. Okay. Ja. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Shit. Oh, vielleicht muss ich dann nochmal in einer Pause eine Karte zeichnen. Kacke. Also hängen diese ganzen Fledermaus-Dinger hängen zusammen. Irgendwie... So, also wir waren jetzt da lang gegangen. Wir schauen mal auf die Karte von David. Ah, die Karte dreht sich diesmal nicht mit unserer Blickrichtung, so wie das in Chaos Strikes Back war. Doch. Hä, da sind die Bäume, das ist aber hier als geschlossen eingezeichnet. Ich muss die Karte mal kennenlernen. Aber dass da so ein Bogen ist. Okay, das macht die Sache nicht unbedingt leichter. So, hatte ich weiter vorne irgendwo was übersehen? Also wie gesagt, wir haben keinen Schlüssel gefunden, der hier passen könnte. Da liegt noch ein Steinchen. Packen wir mal ein. Und dann müsste es hier zu unserem Dorf gehen.
David Karte schauen. Ja, wir können auch mit der Karte laufen, aber das sorgt halt an seinem Mana. Wir gönnen uns mal den Luxus. So, hier, das war Castle Skullkeep. Da waren wir drin gewesen, da hatten wir das gelesen mit diesen Schlüsseln. So, und hier auf der Seite ist ein Mond. Und hier hatten wir diese Tür. Die vielleicht in die andere Richtung mal zu öffnen ist. Ja, und hier geht's zu unserem Dorf. Also müssen wir irgendwo bei den Dickhäutern weiter. Dann gehen wir jetzt erstmal gucken, ob wir hier wirklich den Edelstein da verhökern können. Ich hoffe da auf viel Geld. Aber, ja. Hoffnung und Enttäuschungen. So, hier ging's zu unserem Lager. Dann war hier... Halt, Spiel! Doch, da war, glaube ich, dann der Glitzerkram. Wir gehen mal schauen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir dort Edelsteine gesehen hatten. Nee, da gibt's Helme. Helm. Wir hatten noch irgendwas, wo es dann auch so Glitzerkram gab. Waren das die... Ah, das sind die beiden Läden, glaube ich, die anderen da sind. Autsch. Vielleicht gab es hier den Glitzerkram. Genau, hier gibt es Umhänge. Ein Halstuch. Obenteil. Nee, das ist der Rüstungsladen. Das ist auch nicht das, was ich gesucht habe. Nee, ja. Es gab doch was mit Ketten. Wir suchen den Juwelier. So gut kenne ich mich in dem Dörfchen noch nicht aus. Jetzt das da müsste, glaube ich, das Gasthaus sein, weil... ja, da kommen wir gerade her vom Rüstungshändler. Das nebenan müsste das Gasthaus sein, denn dort war ich schon oft zum Trinken. Und da gab es ja nur so Essenskram und so, Fledermäuse. Wir machen mal noch bitte ein bisschen Lichtlein an. Und da ist der Händler. Ja, da habe ich wieder Mäuse verkauft. Gibt es, glaube ich, immer zwei oder drei von den Kupferdingern. Da ist unsere Wassertankstelle. Nein, so befördert man nicht in diesem Teil von Dungeons Strikes Back. Das wäre in Teil 1 und in Chaos Strikes Back die richtige Variante gewesen. So, alle nochmal getrunken, dann muss das links von uns sein. Ach ja. Es wäre leichter gewesen, nochmal ein Dungeon Master 1 Add-on zu spielen. Da kenne ich mich schon aus. Ach Mann. So, dann müsste aber das, was ich suche, müsste dann hier sein. Schauen wir mal, ob Theorie und Praxis da einer Meinung sind. Dolch. Hä, wieso? Hier gibt's... Hier können wir auf jeden Fall den Bogen und den Köcher halt loswerden. Die Pfeile loswerden. Da wäre ich halt arg dafür. Irre ich mich jetzt, dass es hier nicht irgendwas mit Ketten gab? Moment. Kurz Handbuch. Dort war ja eine Karte von dem ersten Dorf dabei. Nee, wir sind jetzt im Waffenladen und gegenüber ist der Rüstungsladen. Mit einem Laden mit undefinierbarem Symbol. Dann war das. Hä?
Hab ich. Ich glaube, ich verwirrt. Ich verwirrt. Dann gehen wir nochmal gegenüber rein. Hust. Habe ich nicht weit genug geblättert bis zum Schmuck? Weil da dieses komische Symbol hatte ich als Schmuck in meinem Gehirn abgelegt. Nochmal, hier waren doch Rüstungen. Der Rüstungsladen ist eigentlich nebenan. Hier waren wir mal für Schilde, Helme und so ein Kram. So, dann nochmal hier lang, weil hier gibt es nämlich auch Rüstungskram. Ah, da, Amulett. Okay. Wir haben zumindest das gefunden. Fußschmuck kippt. Genau, das Illumulett hatten wir mal hier verkauft. Mondstein. Da hatte ich gehofft, dass es jetzt auch Edelsteine gibt. Nee, gibt's nicht. Das da hatten wir vorhin schon gesehen. Schitte. Dann bin ich gespannt, was wir mit dem Edelstein machen sollen. Na gut. Dann müssen wir nochmal zu den dicken Viechern ein bisschen kuscheln gehen. Wenn ich uns das gerne ersparen würde. So, Flausch hat nochmal ein Zauberlevel bekommen. Seychün hat er sehr fein gemacht. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Und dann sehen wir... Moment, lag da was? Nee. Ich dachte kurz. Jetzt hat er nochmal raus. Und nochmal Davids Karte anwerfen. Ja, da war jetzt auch wieder so ein Torbogen. Es können auch Gebietsübergänge sein, die nicht Duschgeber scheinen, aber es doch sind. So, okay. Dann nochmal zu den dicken Viechern. Spiel... Nein. Oh Mann. Deine Zähigkeit und ich, das wird nur ein Spaß. So, Moment, geht's hier noch irgendwo? Hier geht's nirgendwo weiter, hier ist eine Sackgasse. Dann gehen wir hier lang und da müsste links wieder die Leiter sein, genau. Sieht man auch auf der Karte, da ist die Blitztür. Dann, René, möchte ich mal mit dir über einen Schutzzauber reden. Sehr schön. René hat mit sich reden lassen. Moment, da rechts scheint auch irgendwie, da war doch, glaube ich, ein Busch, oder? Können wir da durch? Nee, da können wir nicht durch. Au, ja, haben wir getestet. Entschuldigung. Ich gebe es auf. So, dann gehen wir uns da mal... Der Stein ist auf der Karte eingezeichnet. Den wollten wir schon mal mitnehmen, hat Spiel Nein gesagt. So, hier ist diese Pflanze. Ja genau, dann sind hier die beiden Leitern nach unten. Okay. Shit, da war ein Busch. Waren hier. So, hier in dem Klumpen waren wir schon mal. Dann sprinten wir mal an dem Dickhäuter vorbei. Dann sieht's aus, als würde es da oben rechts nochmal durch den Busch gehen. Da ist eine Leiter, in der wir hoffentlich schon waren. Aua, ja, hier waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Hoffentlich keine Dickhäuter mehr. Bitte spiel. Das Wetter wurde nicht besser. Wow. Ich sehe gar nichts. Nun war das. Da ist irgendwas auf der Karte, das ich noch nicht kenne.
Können wir mal kurz über einen Feuerball nachdenken? Sieht zwar wie Gewitter aus, aber könnte auch ein Gegner sein. Können wir mal schießen? Es bewegt sich auf jeden Fall. Vielleicht habe ich es auch nur vertrieben. Ich weiß es nicht. Wir haben eine Mana-Blüte oder Blüte. Wie auch immer. Loot. Looty-Loot. Mann, ist das hier ein Suppenwetter? Können wir das treffen? Nee. Okay. Da ist nochmal so eine Mana-Blüte. Und da habe ich so Steinmäßiges gesehen aus dem Augenwinkel. Aua! Doch, die tun was. Und zwar ordentlich. Halten wir bitte kurz die Blüte fest. Da ist irgendwas Höhlenmäßiges. Ist aber nicht wirklich eine Höhle. Hier ist irgendwas Brunnenmäßiges. Ah, das könnte der Steinkreis sein. Der wurde auch im Handbuch in der Vorgeschichte erwähnt. Da sind irgendwelche Rituale haben da stattgefunden. Upsi. Ich wollte ausweichen. Das Spiel hat nein gesagt. Und da hat man dann auch diese fliegenden Kugeln gesehen. Da liegt auf jeden Fall was drauf. Ein Clan-Schlüssel. Ah, das könnte der erste von diesen Schlüsseln sein, die wir für Burg Skykeep brauchen. Das war so ein Kreis in Viertel unterteilt. Das war jetzt eine Viertelscheibe. Wieso sind wir eigentlich überladen? Ah, weil wir auch verletzt sind. Entschuldigung, tut mir leid. Das könnte auch ein bisschen das Ruckeln erklären. Und da liegt noch was. Ich habe es gesehen. Schauen wir gleich nach. So, da wird noch ein Stückchen. Die Flasche kann man noch hier raus. So. Das ist nichts zu mitnehmen. Aber da liegt noch was. Eine Tasche. Und ich, Moment, ich habe da noch was gesehen. Da liegt noch irgendwas. Pack mal bitte schnell die Tasche weg. Durch den Gegner können wir immerhin durchlaufen. Ach, das ist wieder so eine magische Karte. Also das Handbuch hat angedeutet, dass es davon mehrere gibt. Mit verschiedenen Funktionen. Wir schauen mal bitte kurz auf unsere existierende Karte. Ja, das scheint so dieses Stonehenge zu sein, was im Handbuch beschrieben wurde. Außer Rituale und dass da diese grünen fliegenden Kugeln gesehen wurden, stand da ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht war das der Hinweis, dass dort vielleicht der erste dieser Schlüssel ist. Von dem wir dann wahrscheinlich 4 Stück brauchen. So, da ist noch ein rotes Pünktchen. Was sagt mir das? Achso, das waren die Blumen, okay. Da haben wir so eine Mana-Blume gepflückt. Ja, da hatten wir auch eine gepflückt. Ich bin mir noch nicht so sicher, was die uns bringen werden. Und ich weiß auch noch nicht, ob wir diese Wirbelstürme da töten können oder ob wir denen einfach nur aus dem Weg gehen können. Aber sicher ist auf jeden Fall, dass wir die nicht werden essen können. Das sage ich jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ja, das war die Wand. So, da um die Ecke ist noch ein roter Punkt. Hatten wir den schon entdeckt? Ja, da waren wir. Aber ich würde halt gerne mal wissen, wo wir diesen Blitzschlüssel... Obwohl, wenn das ja ein Blitzschlüssel ist, wäre es sinnvoll, wenn wir den hier finden würden. Lag auf diesem Altar noch was? Ah nee, wir hatten ja in den Sack noch gar nicht geschaut, ich Dummerchen. Ich hätte irgendwo einen Sack eingesteckt. Oh mein Gott, guten Morgen. Nee, das war unser Essenssack, den hatten wir vorher schon. Wem von euch hatte ich
den neuen Sack gegeben. Gib dein Schild mal Flausch. Nee, da ist nur so ein Bomben-Dingsbums drin. Weil es wird halt Sinn machen, dass wir einen Blitz-Schlüssel suchen und dass der in einem Gebiet zu finden ist, wo Blitze unterwegs sind. Ha, na, Adleraugen über Wasser. Sorry, dass es ein bisschen gedauert hat. Sorry für all diejenigen, die jetzt ihre Monitore oder Fernseher schon angeschrien haben. Hoffentlich hat keiner sein Handy gegen die Wand geworfen. Die Leitung war ein bisschen länger. Ja, das ist korrekt. Aber wenn man nochmal drüber nachdenkt und dann wird's klarer. Entschuldigung. Können wir den Blitzschlüssel mal bitte kurz ablegen? Okay, wir suchen den Rückweg. Und machen uns mal noch kurz einen Heiltrank. Dahin. Und dann müssen wir jetzt irgendwie wieder aus diesem Gebiet herauskommen. Wow, das kann beliebig kompliziert werden. Ja, vor allen Dingen, wenn die uns schon eingekastet haben. Ja, geht woanders hin. Ich bin immer froh, wenn ich eure Kehrseite sehe. Dankeschön. Danke für euer Verständnis. Ja, ich weiß, wo wir sind. In der Ecke war ich schon öfters. Umschifft den mal bitte und dann müsste da hinten irgendwo... Irgendwo? Genau, da war die Blume. Da so, hier so. Geht's runter zu den Fledermäusen und dann finde ich auch wieder die Blitztür. Ich schicke euch in die Pause und bis gleich.